Ein Ort, ein Gast, eine Begegnung mit diesem Gast an diesem besonderen Ort für ihn. Heute fangen wir mit unserem neuen Format im Kirchenkreis Kirchhain ein paar Schritte mit. Ich treffe mich heute mit unserem neuen Dekan im Kirchenkreis, Dekan Jens Heller, und er hat diesen für ihn besonderen Ort ausgesucht. Wir stehen heute hier auf dem Zeltplatz in Bögel. Und gleich wird er sich ein bisschen vorstellen. Ich nehme euch mit für dieses kleine Gespräch mit unserem neuen Dekan. Hallo Jens. Hallo Nikola. Schön, dass du da bist und die Zeit genommen hast. Sehr gerne, sehr gerne. Und das ist hier ein besonderer Ort für dich, das wir so gleich erklären können. Aber wie im Leben, wie im Restaurant, es ist immer besser, wenn man mit einem Starter anfängt. Also sozusagen die Vorspeise, und das ist bei uns diese Quiz. Sozusagen, es gibt zwei Möglichkeiten und du musst zwischen den zwei Möglichkeiten eine wählen. Okay. Mhm. Also zum Beispiel Tee oder Kaffee? Kaffee. Und ich würde sagen, wir können ein bisschen rumlaufen. Ja. Können wir auch den schönen Platz entdecken. Kaffee eindeutig. Kaffee eindeutig. Warum? Eindeutig. Kaffee eindeutig, weil ich Kaffee brauche, um fit zu sein, um den Tag über gut rundzukommen. Und ich mag Kaffee sehr. Käse oder Wurst? Das ist eine echt schwere Frage. Wir leben hier im hessischen Rote-Wurst-Gebiet. Ja. Und Rote Wurst finde ich großartig. Überall, wo ich bisher gelebt habe, habe ich mir die Rote Wurst liefern lassen. Aber Käse mag ich genauso. Beides. Also beides entscheiden. Ja. Brot oder Kartoffeln? Brot. Essen gehen oder selbst kochen? Essen gehen. Buch lesen oder Musik hören? Musik hören. Das war leicht zu entscheiden. Selbst machen oder delegieren? Das ist für einen Dekan eine echt schwierige Frage. Ja, deshalb kommt ihr jetzt. Genau, genau, genau. Ich würde manchmal würde ich es gerne selber machen, aber ich muss als Dekan lernen zu delegieren. Vormittag oder abends? Abends. Echt? Ja, abends. Und eher Sonntag oder Montag? Sonntag. Was ist das Besondere an Sonntag? Sonntag ist für mich so ein Tag, der nicht immer mit Gottesdienst oder kirchlichen Veranstaltungen belegt ist, sondern wo ich auch mal gerne Zeit habe, mit dem Fahrrad eine weite Tour zu machen und einfach das Wochenende auch genießen zu können. Schön. Vielen Dank für diese spontanen Antworten. Total gerne. Der Ort. Wir sind hier am Zeltplatz Bögel. Ja. Und den Ort hast du ausgesucht. Ja. Warum diesen Ort? Was verbindest du mit diesem Ort? Dieser Ort hier ist für mich der Ort, an dem sich die meisten Erinnerungen für mich verdichten. Seit ich ein halbes Jahr alt bin, habe ich hier jedes Jahr Zeltlager gefeiert, gemacht, mitgemacht und auch später selber gestaltet, bis ich so etwa 17, 18 war. Jungschar ist hier ein ganz großes Thema, am Lagerfeuer da hinten, Geschichten gehört, biblische Andachten, Bibelarbeiten, Gottesdienste gefeiert, Geländespiele gemacht und hier oben mit Kindern die Zeit verbracht. Wunderbar. Und da sind ganz viele tolle Sachen passiert. Also ein Ort, an dem du ganz viele Erinnerungen hast und mit dem du ganz viel verbindest. Ja. Ist das auch einer der Gründe, warum du Pfarrer geworden bist? Ja, bestimmt. Also hier an diesem Ort habe ich, glaube ich, verstanden, was das Evangelium ist. Gottes gute Nachricht für uns Menschen, verbunden mit der guten Art und Weise zusammenzuleben und gemeinsam Dinge anzupacken und als Menschen sich gegenseitig zu respektieren und miteinander Dinge zu machen. Das war hier Land auf Land ab das Thema und für mich ein ganz wichtiger Teil. Also das hat alles hier stattgefunden. Wir wollen dich ja ein bisschen besser kennenlernen. Ja, gerne. Also du bist hier in Bögel ausgewachsen. Ja. Und dann? Und dann ging es weiter, erste Station nach Marburg. Dann habe ich eine Zeit lang in Marburg gelebt. Von da dann nach Tübingen zum Studieren noch. Von Tübingen aus bin ich dann wieder zurückgekommen. Habe dann mein Vikariat in Lora gemacht, hier im ehemaligen Kirchenkreis Marburg-Land damals noch. Und von Lora aus bin ich dann nach Hanau gegangen, meine erste Pfarrstelle. Von Hanau aus nach Dubai. Von Dubai aus wieder zurück nach Maintal, wieder im Kirchenkreis Hanau. Da war ich jetzt zuletzt 12 Jahre.
und jetzt seit Juli tätig als Dekan hier in Kölbe und damit wieder genau da, wo alles angefangen hat. Sozusagen ein Schleichwort dann. Ja, genau, ja. Du hast gesagt, du hast in Marburg und Tübingen studiert. Ja. Also Theologie studiert. Ja. Was hast du da mitgenommen von diesen zwei? Also die sind ganz unterschiedlich, diese Universitäten, ja, so, vermuten. Und genau deswegen habe ich auch diese zwei ausgesucht. Ich habe in Marburg im ersten Teil meines Studiums Professoren gehabt, die in ihren Vorlesungen immer über die Tübinger Fakultät geschimpft haben. Ach. Und haben gesagt, ja, die Tübinger, die sehen das alles ganz anders. Und das war für mich genau der Anlass zu sagen, ich glaube, ich gehe mal nach Tübingen und studiere da mal ein bisschen. Und genau so war es auch. Tübingen war für mich eine tolle Zeit, auch eine wirklich sehr, sehr gute, ergiebige Zeit zum Studieren. Und ich habe dort auch theologisch tatsächlich sehr unterschiedliche Ansätze in der Theologie kennengelernt und auch schätzen gelernt. Beide und auch alle Richtungen sehr schätzen gelernt und mir daraus ein gutes eigenes Bild machen können. Und was man auch sagen darf, Tübingen ist auch eine richtig schöne Stadt. Du hast mir gesagt, als wir gerade ankamen, hier, das ist der ehemalige Grill sozusagen, auf dem Grillplatz. Ja, genau. Und der wurde auch anders genutzt. Ja, ganz genau. Dieser Grill, jetzt ist er leider kaputt, aber das war früher natürlich ganz gemauert. Und man kann noch erkennen, dass da unten diese Kohleauflage, wo die Kohle drauf lag, da, wo du diesen Rand siehst, da lag dann der Rost drauf. Und da haben wir gegrillt und wir haben das aber auch, wenn wir Gottesdienste gefeiert haben, war das unser Altar. Also wir haben gelernt, Kirche zu sehen als gemeinschaftliche Feier an einem Ort, den wir dafür irgendwie möglich gemacht haben. Für mich hat Kirche gar nicht immer was mit einem kirchlichen Gebäude oder einem Kirchengebäude zu tun, sondern Kirche ist da, wo Menschen zusammenkommen und Gottesdienst feiern. Und das kann überall sein. Zum Beispiel am Grill. Zum Beispiel am Grill. Genau. Auf dem Grill bist du jetzt gerade mit unseren Fragen. Ja. Jetzt bist du Dekan geworden, ja, seit Juli. Mhm. Und mich würde interessieren zu sehen und zu wissen, welche Aufgabe du siehst als Dekan. Also welche Aufgabe hast du und wie siehst du deine Funktion? Wie möchtest du sie einfach leben und ausüben? Ich habe in den letzten über 20 Jahren als Pfarrer ja schon immer mitbekommen, dass wir uns als Kirche verändern müssen. Wir mussten uns schon immer anpassen, sparen, Dinge verändern, die nicht mehr so weitergehen konnten wie bisher. Und das ist bis heute so geblieben. Aber mir ist aufgefallen, dass ich immer glücklich und zufrieden sein konnte. Und ich hatte immer Freude an dem, was ich tue. Und ich konnte immer diese Freude auch in die Gemeinde weitergeben. Und es ist immer gelungen, auch unter schwieriger werdenden Bedingungen, lebendige, fröhliche Gottesdienste und Anlässe zu haben, gemeinsam zu feiern, auch armen Menschen zu helfen, Geflüchteten zu helfen. Wir haben mehrere Kirchenasyle organisiert. Wir haben Menschen geholfen, ins Leben zu kommen oder am Leben teilzunehmen. Und das immer mit großer Freude und Engagement. Und ich glaube, als Dekan möchte ich etwas von dieser Freude an dem, was wir hier tun, weitergeben in die Gemeinden. Und wir sind alle wieder davon betroffen, dass wir über unsere Gebäude nachdenken müssen, dass wir auch als Pfarrerinnen und Pfarrer weniger werden, dass wir das weniger möglich ist. Aber trotzdem glaube ich, dass wir mit ganz viel Zuversicht und positiver Energie in die Zukunft blicken können und an dem, was wir tun, viel Freude haben können. Und das möchte ich als Dekan gerne im ganzen Kirchenkreis sichtbar machen und spürbar machen. Das ist meine Freude auf jeden Fall, ja, ist sehr wichtig. Genau. Aber es gibt auch viele Gestaltungsaufgaben sozusagen, ja, genau. Also Strukturen, ja, Fassen, genau. Und das gehört auch dazu. Ja, aber weißt du, da ist für mich das Entscheidende, wenn man so wie ein Hase vor dem Schlangenloch sitzt, ja, und man guckt immer nur auf dieses kleine Schlangenloch und hat Angst, weil die Schlange gleich rauskommt,
dann verliert man alles aus dem Blick, was links und rechts davon ist und um einen rum ist. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass wir als Kirche uns nur auf das konzentrieren, was nicht mehr so ist wie vorher und was anders werden muss. Wir haben so viele tolle Dinge um uns rum. Und es gibt so viele tolle Möglichkeiten, Dinge zu gestalten und positiv zu beeinflussen. Und ich möchte, dass wir uns die anschauen und damit umgehen. Welche Chance, welche Herausforderung siehst du als Dekan für den Kirchenkreis und für die Kirche generell jetzt in 2023? Ich glaube, dass wir die Chance haben, auch unter sich ändernden Bedingungen um uns herum einen ganz positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Wir erleben ja gerade, dass Menschen nur noch sehr wenig, sage ich mal, vernünftig auch unterschiedliche Meinungen vertreten können, gut miteinander diskutieren. Wir erleben im Moment sehr viel Hass und Positionierung und Abgrenzung und das finde ich sehr, sehr schade, das bedauere ich sehr und wir als Kirche können da einen wesentlichen Beitrag leisten, glaube ich. Wir können zeigen, dass wir unter einem Dach ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Meinungen und Haltungen zusammenbringen können, ohne dass die sich gegenseitig verachten müssen. Und da haben wir, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz große Chance. Ja. Und die Herausforderung wird sein, dass wir von der Infrastruktur unserer Kirche her, also von der Anzahl der Gebäude und der hauptamtlichen Kraft, die wir entfalten können, lernen müssen, dass das weniger wird und dass wir es trotzdem auf die Beine stellen können. Und deswegen hoffe ich sehr, dass es uns gelingt, auch den Ehrenamtlichen, den Freiwilligen in unseren Gemeinden zu sagen, hey, was ihr da tut, ist ein so wichtiger Dienst an der Gesellschaft. Macht es mit Freude. Und manches geht dann auch vielleicht nicht mehr. Wir sind hier auf dem Fußballplatz angekommen sozusagen. Also da ist bestimmt auch ganz viel passiert. Also streng genommen muss man sagen, wir haben hier auch Fußball gespielt, aber vor allen Dingen haben wir hier Pushball gespielt. Was ist das denn, Pushball? Pushball ist ganz toll. Du musst dir vorstellen, ein Ball, der etwa so einen Durchmesser hat. Der Durchmesser ist bestimmt 1,20 Meter. 1,20 Meter. Eine Lederhaut rundherum. Und so ein bisschen vernäht, wo das Ventil drin ist. Und man nimmt diesen Ball und trägt ihn auf die gegnerische Seite ins Tor. Und wenn einem einer im Weg steht, dann pusht man den einfach mit dem Ball weg. Und kannst du dir vorstellen, wir sind als Kinder hier rumgelaufen und wenn dann einer von den Größeren diesen Ball hatte, dann sind wir geflogen. Der ist mit dem Ball gegen uns gelaufen, wie das halt so ist bei so einem Riesenball. Wir sind über den Platz geflogen und es war köstlich. Es war wunderbar. Ganz, ganz großartig. Ja. Also man merkt, dass viel Freude dabei ja, ist, auch in den Erinnerungen. Und es ist so eine Freude, die mir so ins Herz übergegangen ist. Immer wenn ich hier auf diesem Platz stehe, werde ich geflutet mit Erinnerungen, die hier stattgefunden haben. Ganz großartig. Also ist wirklich für mich ein magischer Ort hier, dieser Zeltplatz, ja. Von der Kirchenleitung erwartet man, dass sie eine Vision hat, sozusagen. Ja. Wie siehst du die Kirche in 10 Jahren? Ja, ich wünsche mir sehr, dass die Kirche in 10 Jahren nicht mehr diesen Loslassschmerz hat, den sie jetzt hat. Das wünsche ich mir wirklich sehr. Ich wünsche mir, dass wir erfahren und wissen und gelernt haben, dass wir gar nicht auf alle diese Gebäude angewiesen sind, die wir jetzt noch haben. Wir können Kirche auch ohne Gebäude machen. Wenn du hier auf diesen Zeltplatz schaust, du siehst eine Holzhütte, du siehst eine Lagerfeuerstelle, da hinten gibt es ein gemauertes Plumpsklo und das war's. Und hier haben ganz viele Menschen das Evangelium wahrgenommen und gefeiert und gehört und haben zusammen gebetet und gesungen. Und das ist für mich so das Bild. Wir werden eine Kirche, die sich verändert in ihrer äußeren Gestalt, aber vielleicht im Inneren sehr viel fröhlicher sein kann.
Vielen Dank. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Ja, gerne. Also geht dann irgendwann runter, glaube ich, und dann gelangen wir wieder. Da hinten ist nicht mehr so viel, genau. Ja, genau. Mhm. Und denkst du, dass wir zu diesem Ziel ankommen werden, dass dann die Strukturen sich so ändern werden? Also denkst du, dass sie dann so ankommen werden, also dass sie dazu kommen werden, durch gewollten Veränderungen? Oder wir dann, also es wird Schmerz geben. Ja, bei den es ist immer so. Definitiv, ja, genau. Also das finde ich auch gar nicht ungewöhnlich. Was vor uns liegt, was wir vor uns haben in den nächsten Jahren, das tut weh. Wir haben ja tolle Jahre gehabt in den letzten 50, 60 Jahren, wo wir in fast jedem Ort eine Kirche, ein Gemeindehaus, oft auch Pfarrhäuser bauen konnten. Und das sind lebendige Orte von Gruppen, von Veranstaltungen ja geworden. Und wir müssen jetzt halt akzeptieren und hinnehmen, dass wir diese Anzahl und diese Dichte an Gebäuden zum Beispiel nicht mehr aufrechterhalten können. Da werden wir uns verändern. Aber ich glaube, es ist eben auch etwas anderes passiert. Wir haben allzu oft verwechselt, dass das Evangelium nicht in Stein gemeißelt ist, sondern in unsere Herzen geschrieben ist. Und wenn wir jetzt die Steine loslassen, dann ist das für mich etwas anderes, als wenn wir das Evangelium loslassen. Ich glaube, wir können die Steine loslassen, aber das Evangelium im Herzen behalten. Und ich glaube, dass wir das sehen werden und dass wir, natürlich tut das weh, natürlich ist das unangenehm und ja, das ist so, aber ich glaube, dass wir vielleicht auch viel Neues entdecken auf diesem Weg. Lass mich dir ein Beispiel sagen. Ich war ja ein paar Jahre Pfarrer in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai. Mhm. Da hatten wir ein Klassenzimmer in einer anglikanischen Kirche, grauer Raum, den haben wir für unsere Gottesdienste genutzt. Und wir haben aber da überlegt, wie machen wir Veranstaltungen, die für die Menschen dort interessant sind. Und so eine Veranstaltung war zum Beispiel das Osterfeuer. Eine klassische Osterzeremonie, wo man ein Feuer entzündet im Übergang vom Karsamstag zum Ostersonntag, um zu symbolisieren, dass das neue Leben in die Welt kommt. Das geht aber nicht im Klassenzimmer. Das geht nicht im Klassenzimmer, sondern wir waren ja in Dubai. Was macht man also? Wir sind mit einem 40-Tonner-LKW, der vollgeladen war mit Brückenschalungsholz, was der Bauunternehmer nicht mehr gebraucht hat, in die Wüste gefahren und haben mitten in der Wüste einen Riesenhaufen Holz aufgeschüttet und sind da mit 450 deutschen und deutschsprachigen Menschen, die dann da hingekommen sind, in dieses Wüstencamp. Und dann haben wir dort das Osterfeuer entzündet und haben dort Gottesdienst gefeiert und Ostern gefeiert. Und es war eine ganz wunderbare Erfahrung, die jetzt einfach mit den Örtlichkeiten umgeht, die da sind. Und ich glaube, wenn ich so überlege, mit diesem Gedanken könnte ich mir vorstellen, kommen wir auch gut in die Zukunft. Wo gibt es denn Orte, die anziehend sind, die sprechend sind? Wenn ich hier gucke und ich gucke da hinten raus, ich erinnere so viele Szenen, die hier passiert sind, wettermäßig, Tag und Nacht, das alles spricht für mich. Ja? Und solche Orte sollten wir suchen und wir werden sie finden und wir sollten sie als Orte für Gottesdienste und kirchliche Angebote nutzen. Ich würde sagen, das Evangelium für mich ist das, was auch irgendwie dem Herzen wärmt. Ja, genau. Das ist ein Lagerfeuer, das passt genau. Ganz gut. Absolut, genau, absolut. Ja. Hättest du für uns vielleicht einen Vers, der dich trägt, der dich irgendwie begleitet? Ja. Im Alltag, oder? Absolut, den gibt es. Das ist für mich ganz klar, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist für mich ein biblischer Vers aus dem 2. Timotheusbrief, der mich, also das ist mein Ordinationsvers
den habe ich zur Ordination bekommen. Und jedes Jahr merke ich, wie mich dieser Vers stärker prägt und mir tiefer geht und für mich immer mehr zur Wahrheit geworden ist. Als Dekan merke ich das ganz besonders. Furcht ist überhaupt kein guter Ratgeber für unsere Zukunft. Wenn ich mit Furcht in das gehen würde, was vor uns allen liegt, was wir jetzt anpacken müssen und verändern müssen, wären wir total schlecht beraten. Kraft, Liebe und Besonnenheit, das sind für mich die drei Momente, die ich mitnehmen will in alle diese Veränderungen. Und mein Empfinden ist, dass wir da Gottes Wind im Rücken haben. Und so fühle ich mich auch. Deswegen gehe ich diesen Dienst und dieses Amt mit Freude im Herzen an und mache es sehr gerne. Vielen Dank, lieber Jens, total für deine Zeit und für das Gespräch. Auch, dass ich diesen schönen Ort kennenlernen durfte. Ja, sehr gerne. Und ja, bis auf bald. Bis auf bald. Genau.